Wirklich alles. Steht nichts mehr von dem, was ich gebaut habe. Gar nichts mehr. Wahnsinn. Ja gut, so kann es manchmal auch kommen, ne? Aber wir sind jetzt fleißig am Bauen. Unsere Verbündeten werden wahrscheinlich reagieren. Auch Kuba wird drauf reagieren. So, jetzt schicken wir noch die Ares rüber. Ach, guck mal, hier steht sogar noch einer. Dann holen wir den auch noch ab. Waren es doch 10. Hab ich mich schon wieder schön trollen lassen vom Spiel. Aber Fregatten haben wir keine mehr rumstehen hier, ne? Irgendwas Neurussisches war hier unterwegs. Das ist das einzige Kapitol, das er noch steht, oder was? Alles andere hat er wieder verloren, oder was? Muss ich nicht verstehen, aber okay. So, einmal zwei Flachs bitte dahin. Alles sichern, was geht. Gregor wird sicher mit einer gewaltigen Armee ankommen, wenn er kann. Sei es durch Effekt oder sei es so. Oh Mann, lass mich da mal was probieren, bitte. Ob das geht? Das wäre ja lustig. Fliegen wir einfach hier rüber und zerlegen einfach Gregor. Krieg beendet, wir haben Gregor zerlegt. Das wäre geil. Aber jetzt wissen wir auch, warum wir Russland heißen und nicht Neurussland. Obwohl es die neurussische Kampagne ist. Ja, genau, das habe ich mir nämlich gedacht. Ja, ja. Nee, doch nicht. Ach, da haben sie die hingeballert, um sie danach wieder wegzuballern, oder was? Oh, das ist arschig. Und hier sehen wir extra noch die 3 Erschossenen. Das ist gemein, ey, echt. Das ist gemein. Da haben sie ganz genau drauf geachtet, dass es nicht passieren kann. Clever. Wirklich clever. Dann hauen wir das Kapitol halt weg. Plötzlich sind wir Amerika. Ein russischer Amerikaner oder ein amerikanischer Russe. Könnt ihr euch aussuchen. Wir werden angegriffen. Wie ihr lustig seid. Da ist ja noch eine Fregatte. Ja gut, gegen ein Kriegsschiff ist jetzt keine so gute Idee, ne? Also wird er hier noch irgendwo einen Dock sitzen haben. Aber wo? Ja, hier unten. Ey, Raketen. Raketenstart geortet. Ja, das sind nämlich Atomraketen. Die ersten und einzigen Atomwaffen, die wir hier nutzen werden. Haben wir schon mal korrigiert. Kein Kapitol mehr. Gleich weggehauen. Kann ich helfen? So, hauen wir hier nochmal einen Turm hin. Hier oben nochmal einen Turm. Ich weiß, da stehen noch kubanische Türme, das macht aber nichts. Also ihr seht hier wirklich, manchmal ist weniger mehr. Kann man wirklich so sagen. Wir werden angegriffen. Boah, alles gut. Ja, das war das Dock. Damit hat sich das mit den Schlachtschiffen erledigt. Weil er hat wirklich alles aufgegeben, ne? Er hat nichts mehr. Fertig. Gut. Ja, ja. Ja, ja. 3 Stunden noch. Also ich weiß zwar nicht, in welcher Relation hier die Stunden laufen, aber okay. Unverzüglich. 2 Stunden. 1 Stunde. 5 Minuten. Alles gut. Genau, das ist die Sea King 2. Jetzt haben die U-Boote auch tatsächlich einen Sinn. Weil jetzt können sie nämlich die ganzen neurussischen Kriegsschiffe abfangen und zerstören. War schon geil gemacht, muss ich sagen, dass plötzlich alle deine Gebäude einfach mal rüberwechseln zum Gegner. Ja, hier, was ist das denn? Der neue Russe benutzt natürlich Atom-U-Boote, ne? Ist klar. Wieso ist das Ding beschädigt? Einmal reparieren, bitte. Wir brauchen hier Sea King 2, der hat Atom-U-Boote. Zur Sicherheit. Aber man sieht schon, die werden schon versenkt. Also man sieht schon, Gregor der Zweite hat keine Gewissensbisse, hier auch Atom-U-Boote einzusetzen. Yo.
Tja, ja, so schnell kann's kommen. Die habe ich noch weggekloppt. Die hätte ich in Ruhe lassen können. Naja, gut, ist egal. Hat er wirklich gar nichts mehr? Da? Positiv. Nee, hat er alles weggekloppt. Außer die Marinewerft halt noch. Sir? Auch weg, jawohl, auch Sir. Weg. Positiv. Auch weg, alles weg. Hat er alles weggenommen. Sir? Jawohl, Sir. Zeitmaschine ist in einer Minute komplett... einer Stunde komplett aufgeladen. Sorry. Wunschgedanke. Ja, komm, dann haut noch eine Atomrakete auf die Marinewerft drauf. Dann dürfte er nichts mehr haben. Sagt er und dann rennt er mit Hyperion 2 rum. Ernsthaft? Was ist da oben? Wieder Atom-Ubo. Alter, und nicht gerade wenige. Fertig, Sir. Auf Befehl. Ja, die haben 2 Reichweite. Aber die knallen halt irgendwie mehr rein, wenn sie treffen. Auf Befehl. Und sie sind schnell. Sir. Macht euch auf den Weg. Eins ist schon mal versenkt worden. Schon mal gut. Und das nächste. Oh, ich hab lieber selber noch welche in der Hinterhand, falls der Gegner nämlich tatsächlich... Ja, da ist nämlich schon eins, siehste. Versenke es. Jetzt erlebt ihr mal die Sea Kings in Aktion. Ist übrigens mit der Atomzeitalter-moderne Version auch nicht anders. Oh, Leute, was macht ihr? Boah, guckt euch das an. Scheiße, ich hätte eher Fregatten bauen sollen. Kein Wunder, dass er so viele Fregatten gebaut hat. Jo! Die wurde versenkt. Auf Befehl. Jo! Ah! Sie ist aufgeladen. Wir stehen vor der unglaublichsten Mission der ganzen Menschheitsgeschichte. Möge die Welt uns vergeben, wenn wir Fehler machen. Ich hoffe, in der neuen Welt, die wir schaffen, gibt es mich noch. Und ich hoffe, die gefälschten Pässe helfen uns, in der Vergangenheit nicht erschossen zu werden. Gute Hoffnung. Ja, meine Damen und Herren, damit würde ich sagen, jawohl, wir haben die Mission Meinungsumschwung geschafft. Sehr schön, die vorletzte Mission der Russen haben wir gewonnen. Als neurussischer General sind wir gekommen und als Verräter gehen wir. Und zwar in die Vergangenheit. Aber die Bauernhöfe bleiben noch... Ja, okay, alles klar. Dann hat er nur noch die beiden Hyperions oder was. Alles andere hat er verloren. Auch nicht schlecht. Ja, Freunde, dann würde ich mal sagen, das war's mit der Mission Meinungsumschwung. Wir gehen raus. Warte mal. Punkte. 26 Punkte. Ja, immerhin. Hat nochmal ein bisschen Punkte gegeben. 10 Punkte. Gut, jetzt aber wirklich, wir gehen raus. Das heißt, meine Damen und Herren, wir werden jetzt tatsächlich noch die letzte Mission anfangen. Der Russen. Denn danach gibt es keine Mission mehr. Wir gucken uns nochmal die Stats an. 105 zerstörte Gebäude, 310 Einheiten eliminiert, 51 Einheiten verloren. Die meisten halt Cyborgs, der Rest halt ein paar Paladine und 2 Gebäude habe ich verloren. Wüsste jetzt nicht welche, aber ist okay. Genau, wir haben ein Wunder gebaut, nämlich die Zeitmaschine, die zählt als Wunder. 2 Helden, genau, Molly Ryan und halt Molotov, 69 Bürger. Ja, wir kichern jetzt alle mal kurz. Forschungszahl haben wir am meisten, das ist klar, das ist keine Überraschung. Epoche, ja, wie gesagt, die Karibische Liga ist die einzige, die halt im digitalen Zeitalter war, alle anderen waren im Nano-Zeitalter. Gut, einmal raus und dann kommen wir jetzt zur letzten Mission. Meine Damen und Herren, liebe Freunde der russischen Kampagne, ich kann mich noch erinnern, dass die recht scheiße war. Und die ist übrigens auch der Grund, warum ich keine Punkte für Cyborgs vergeben habe. Wir gehen rein in die Mission, ein übler Fall von Déjà-vu. Ein Lichtblitz, qualvolle Schmerzen. Molotow und die Amerikanerin Molly Ryan sind durch die Zeit gereist, um zu verändern, was nicht verändert werden kann. Oder kann es doch? Molotow hat das Ziel sorgfältig ausgewählt. Er möchte den ersten Grigor vor seiner Flucht aus Voronezh stellen, als er noch keine Macht hatte. Aber er könnte auch ein altes Dilemma erleben. Ist es recht, einen Mann für noch nicht begangene Verbrechen zu ermorden? Diese Frage quält Molotow. Die Erinnerung an den Herrscher, den er gegen Ende seines Lebens kennenlernte, lässt sich kaum mit dem Erbe seines metallenen Nachfolgers vereinbaren. Geschichtsschreibung und Erinnerung sind manchmal so verklärt, dass sie nicht mehr mit den tatsächlichen historischen Ereignissen übereinstimmen. Molotow fragt sich, ob er und Molly nach ihrer Ankunft Grigor dem Helden oder Grigor dem Schurken begegnen werden.
Tja, das ist die große Gewinnfrage. Also, Missionsziele. Nachdem Molotow und Molly versucht haben, Grigor im sicheren Haus dingfest zu machen, müssen sie das Kapitol in Voronezh, wenn sie Wolgograd angreifen... Was? Schützen sie das Kapitol in Voronezh, genau. Und wenn sie Wolgograd angreifen, um Grigors Anhänger dort zu besiegen, ja. Das ist quasi jetzt eine Umkehr. Schicken Sie Molotow oder Molly zum Kapitol in Donetsk, um mit der Ukraine ein Bündnis einzugehen. Bauen Sie ein Spionagezentrum, um Spione zu produzieren. Entweder Molotow oder Molly muss überleben, um die Pläne zu verwirklichen, ja. Es gibt auch zwei Endings tatsächlich dieser Mission, das weiß ich noch. Ja, wir kennen ja die Karte schon, nur dieses Mal sind wir halt in Voronezh und nicht in Wolgograd, so wie es am Anfang der russischen Kampagne der Fall war. Wir müssen nach Donetsk, genau, das ist die Ukraine. Rostow und Saratow werden, glaube ich, unsere Gegner sein mit Wolgograd zusammen. Das wird nicht einfach, Freunde. So, dann einmal die Geschichtsschreibung hier. Ne? Auch wenn das alles sehr fiktiv ist. Ihr könnt gerne die Pausentaste drücken, könnt ihr euch das einmal durchlesen. Ich mache währenddessen einmal kurz Licht an, so. Sehr schön, und dann gehen wir einmal in die Tipps. Organisieren Sie sofort Ihre Verteidigung, denn Ihre Gegner sind viel mächtiger als Sie. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Denn ihr müsst bedenken, wir kämpfen gegen Truppen des Nanozeitalters und wir haben Truppen der Atomzeit Moderne. Ja. Dadurch ergibt auch die Kugelpanzerung bei den Cyborgs wieder Sinn. Sind Spione verfügbar, müssen sie den Spion neben das zu infiltrierende Gebäude bringen und dann das Gebäude anwählen. Nicht jedes Gebäude kann infiltriert werden, keines mehr als einmal. Sie können immer nur einen aktiven Spion haben, also produzieren sie auch immer nur einen. Wichtig, merken. Die Allianz mit der Ukraine ist optional, aber empfohlen. Einsatz von Spionen wird dringend empfohlen, ja, das habe ich mir schon gedacht. Ihre Helden sind nicht unbedingt sicher vor Feinden, wenn sie sich in verbündeten Städten befinden, ja, das habe ich mir schon gedacht. Zerstören Sie die Zeitkontrollstellen in allen feindlichen Städten, um zu verhindern, dass zusätzliche Truppen aus der Zukunft ankommen. Genau. Also das hat so ein bisschen was von Kabal, muss ich ehrlich sagen. So ein kleines bisschen. Aber gut, gehen wir rein. Ein übler Fall von Déjà-vu. Die letzte Mission der Russen und auch die letzte Mission dieses Spiels. Wir gehen rein. Das sichere Haus ist leer. Anscheinend war die Zeitmaschine nicht so exakt, wie wir hofften. Dies wäre die beste Gelegenheit gewesen, Grigor zu sprechen. Moment mal! Ich dachte, wir wollten ihn töten! Zuerst müssen wir herausfinden, was wirklich hier geschehen ist, Molly. Ich halte ein starkes Russland immer noch für ein edles Ziel. Ich hoffe, wir können Grigor erklären, was die Zukunft bringt, diese Tragödie vermeiden und meinem Volk trotzdem helfen. Na gut. Sie haben einen Versuch für Ihre Bemühungen. Wenn Sie recht hatten, dürften wir ihn jetzt am besten am Haupttor erwischen. So falsch kann die Zeit nicht sein. Wenn Grigor erfährt, wie seine grandiose Vision korrumpiert wurde, wird er bestimmt dafür sorgen, dass es nicht so weit kommt. Entschuldigung, Soldat. Ich bin Molly Ryan, amerikanische Expertin für die Abteilung Innere Sicherheit in Moskau. Mein Assistent und ich unterstützen die Suche nach Grigor Stojanowitsch. Sind vor kurzem Fahrzeuge hier durchgekommen? Ich wusste nicht, dass die Innere Sicherheit fremde Hilfe geholt hat. Aber ihre Papiere scheinen in Ordnung. Wir haben keine Spur vom Krokodil gesehen. Das einzige Fahrzeug, das vorbeikam, war vor rund 10 Minuten ein Kartoffellaster. Toll. Unfähige Stümper! Auf diesem Laster hatte sich Grigor versteckt. Wir sind wieder zu spät gekommen. Entschuldigung, Ma'am. Wir dachten... Ja, wir dachten. Wir brauchen keine Entschuldigung. Tja, Molotow, was sollen wir... Achtung! Feuer! Was war das für ein Flugzeug? Sowas habe ich noch nie gesehen. Diese hochentwickelten Bomber können nur eins bedeuten. Konkurrenz. Die Zeitmaschine muss erobert worden sein.
Wache, als Repräsentantin der inneren Sicherheit muss ich in dieser Situation vorübergehend den Befehl über die Truppen in Voronezh übernehmen. Informieren Sie Ihre Genossen. Natürlich gehorchen wir, aber wir sind nur Polizisten, keine Armeeangehörigen. Ist klar. Grigor wird versuchen, das Kapitol hier in Voronezh zu zerstören. Das müssen wir verhindern, sonst ergeben sich die Leute hier der Uschi-Partei und die Geschichte wiederholt sich. Ja, die Uschi-Partei. Sehr schön. Na gut, Molotow. Ich kann den Zivilisten zeigen, wie sie eine Spionageanlage errichten, die uns gegnerische Positionen zeigt. Mit ihrer Hilfe können wir Grigor aufspüren und Spione anwerben und ausbilden. Soweit ich weiß, war die Ukraine neutral, bis es zur Kooperation mit Neurussland kam. Wir sollten zuerst mit den Ukrainern sprechen. Ja, und wieder einmal sind die Ukrainer im Gespräch. Eieieiei. Gut, erstmal Stopp. So, General Molotow, ja. Was wird denn gebraucht? Russischer Offizier, Sir? Es ist so ungewohnt. Erstmal so absolute Nanotechnologie, jetzt auf einmal, oh, hier wieder Sturmgewehre und alles so wie früher. Ja, sehr schön. Aber ein bisschen Truppen haben wir ja schon. Die Patrouille von Voronezh, die sind einfach noch da, okay. Einige Sachen bleiben auch unter Kontrolle, Voronezh. Oh Gott, hier. Ja, wie gesagt, wir müssen das erstmal... Ach, guck mal, wir können ihn sogar bauen. Interessant. Wir können Kriegerhelden bauen. Wir haben hier ein paar Ich bitte vielmals um Verzeihung. Oh, Scheiße. Der kam ein bisschen plötzlich. Erstmal möchte ich gerne mal unsere Truppen hier mal... Ja, Sir? Ja, Sir? Erwarte Befehle, ja, Sir? Ja, Sir? Ja? Ja, Kommandant? Ja. Ach, kann ich die nicht bewegen, oder Fertig, was? Sir. Ja, Kommandant. Wieso kann ich die nicht bewegen? Fertig, Sir. Frechheit! Ich will die bewegen, sofort! Da? Ich kann die einfach nicht bewegen. Was sagt man dazu? Erwarte, Molotow, du gehst schon mal in die Ukraine. Du sprichst bitte mit den Leuten da vor Ort. So, dann. Ach du Scheiße. Wir haben ja ein Stadtzentrum, ne? Genau. So, Stadtzentrum, erstmal 8 Bürger. Es tut mir jetzt leid, wenn ich das jetzt im Pausenmodus mache, aber das ist wichtig. So, dann erstmal die Pestizide wieder. Ne, die ja schon selbstverständlich waren in Neurussland. Genau. So, ihr geht bitte ins... Ja, kann ich Ihnen helfen? Ihr geht bitte ins Eisen. Ihr geht ins Gold und dann brauchen wir, was war das jetzt? 8 Leute, weil wir haben 2x5 hier. Also 8 Leute brauchen wir. So, dann. Oh Gott, ich habe genau 1500. Nein, falsch. Wir wollen die hier haben. Erstmal 10 Stück. Wer weiß, wofür wir das noch brauchen. Und einmal hier hin zur Verteidigung. So, der Turm wird gleich verbessert, genau, ganz wichtig. Genauso auch die Flak, die muss unbedingt verbessert werden. Denn wir haben ja schon gesehen, was uns so ein bisschen erwarten wird. Nichts Lustiges, Freunde, ne? Ja, so, ich trage die trotzdem mal ein hier. Ja, Sir? Aber sag General zu uns, weißt du? Nee, ist klar. Also verarschen kann ich mich selber, Freundchen. Übrigens, die Flaks sind anders aufgebaut, jetzt seht ihr das? Vorher waren die nämlich direkt um das Kapitol gewickelt. Jetzt sind sie diesmal ein bisschen anders und hier stehen mehr Türme. Wesentlich mehr Türme. Also ein bisschen umgebaut haben sie Voronezh schon. Muss man ja wirklich so sagen. Heißt es denn auch sicheres Haus? Nein. Alles klar. Ja, wir können wieder nur Priester bauen, genau. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir rein, ich speichere. Ich wusste es doch. Oh! Vielen Dank. Vielen Dank an alle, die Gesundheit gesagt haben. Entschuldigung. Oh. Eieieiei. Können wir uns das überhaupt leisten? Nein. Was fehlt uns denn? Stein. Die einzige Ressource, die ich gerade nicht abbaue, ne? Die fehlt uns. Super. Geht ins Stein sofort. Oh. Ja, jetzt gibt es natürlich auch die Anti-Alterungspille nicht mehr, leider. Ah, blöd. Greifen wir uns an? Nein. Uschi-Partei, Grigor der Zweite, genau. Für das Vaterland. Für das Volk. Für das Vaterland. Ah, hier sind auch wesentlich mehr Ressourcen jetzt, seht ihr das? Das war vorher nämlich alles gar nicht da. Für das Volk. So, schnell mit der Ukraine sprechen, dass sie uns helfen.
So, ihr geht schon mal ins Feld, dann haben wir nämlich Nahrung schon mal sicher. Die Regierung der Ukraine ist Ihnen dankbar. Wir hatten an eine Allianz mit Stojanovich gedacht. Es schien ratsam, sich mit seinem anvisierten Neurussland gutzustellen. Aber seit er sein Volk mit ungeheuerlichen Waffen unterdrückt, misstrauen wir seinen Motiven. Da Sie uns andere Möglichkeiten eröffnet haben, werden wir militärische und wirtschaftliche Unterstützung gewähren. Geil! Sehr schön. Haben wir die Ukraine schon mal auf unserer Seite. Ja, können wir euch jetzt bewegen? Ja, können wir. Sehr schön. Truppen, fertig, zieht Sir. Euch schon mal zusammen. Sir, jawohl, so, Sir. Stellung halten natürlich, ist ja klar. Ja, wenn die Gebäude draufgehen, dann ist es so, ne? Also, ist jetzt, da geht jetzt die Welt nicht von unter. So, ab ins Feld mit euch. Jägerbomber werden gebaut. Wir wollen jetzt halt erstmal anpeilen, dass wir das Spionagezentrum bauen können. Sehr schön, können wir bauen. Los, an die Arbeit. Ihr seid die Eisenleute, ihr seid die Steinleute. Eisen, von mir aus auch noch die Goldleute, mithelfen. Ja, ich trage sie extra dafür ein. Seht ihr richtig? Ja, Sir. Ja, Sir. Erstmal Reichweite. Flugzeit hat... Was ist das denn? Guckt da einfach zu! Der guckt da einfach zu, du. Ich glaub das nicht. Gut. Das ist jetzt natürlich ganz toll, dass ihr ausgerechnet da zu dem Silo dahin liefert. Ihr sollt zu dem Silo bitte liefern, weil das wird nämlich das Einzige sein, das ich verbessern werde. Genauso auch du, Mädchen. Warum schickst du das zu dem anderen Silo? Das ist doch Quatsch, was du da machst. So. Habt ihr es? Ja. Gut. Dann rein mit euch in das Silo. Muss unbedingt noch Leute ins Holz kriegen, fällt mir gerade ein. Wie soll ich das denn machen? So. Exzellent. Unsere Spionageanlage ist fertig. Jetzt können wir aktuelle Informationen über gegnerische Positionen bekommen. Ja. Und wir können Spione ausbilden, damit sie in Gebäude des Gegners eindringen und neueste Technologien spielen. Ja. Das sollte unsere Chancen verbessern. Grigor sitzt in einem Bunker tief unter einem Palast in Wolgograd. Ich muss da rein, mit ihm sprechen und ihn zur Vernunft bringen. Unsere Truppen dürfen den Palast nicht zerstören, bevor ich ihn betreten habe. Tja. Das wird nicht so einfach, mein Freund. Ein Funkspruch auf einer Frequenz, die wir in Neurussland benutzt haben. Hallo, Molotow. Ich hatte Sie vor Verrat gewarnt. Sie sind also hier, wie ich vermutete. Aber aufhalten werden Sie uns nicht. Dafür steht viel zu viel auf dem Spiel für mich. Törichter Mensch, siehst du nicht die Ordnung, die ich der Erde bringe? Unter einem Banner vereint und von Abweichlern befreit, kommt der Weltfriede. Sie müssen aufgehalten werden. Ihre Leute auf Kuba konnten nicht verhindern, dass wir die Zeitmaschine bekamen. Wir verhinderten die Zerstörung und folgten ihnen hierher. Aber unser Plan sah minimale Störungen vor. Sie verändern die Zukunft unvorhersehbar, indem sie so fortschrittliche Technologie herbringen. Ihren Plan würde ich keine minimale Störung nennen. Aber ich muss Ihnen danken. Sie haben den Zeitplan für Neurussland stark beschleunigt, weil Sie mir die Möglichkeit gaben, in diese Zeit zu reisen. Statt erst nach Jahrzehnten von Kriegen wird uns die Erde viel früher gehören. Vielleicht haben Sie doch Leben gerettet. Aber nicht die Millionen unschuldiger Leben, die sie opfern werden. Sie haben noch nicht gesiegt. Die Tatsache, dass ich aus der Zukunft herreisen konnte, belegt doch, dass ihr Plan fehlgeschlagen ist. Aber genug geplaudert. Ich hätte sie mühelos in dem sicheren Haus in Voronezh schnappen können, reiste aber stattdessen in eine frühere Zeit und bereitete Wolgograd auf Grigors Ankunft vor. Mit der hochgerüsteten Truppe können wir alle Feinde zugleich angreifen. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Da war eine der Konsolen. Ja, es wird nicht einfach, Leute. Ein neuer Spion ist bereit. Ja, das ist schön für den Spion, dass er bereit ist. Was haben wir denn? Töten Sie Grigor den Zweiten. Ja, natürlich. Das ist der Plan. So, wie sieht's aus? Stadtzentrum ist immer noch nicht fertig. Das ist schade. Ja, ich habe gerade auf Pause gedrückt. Wir brauchen hier mal 8 Leute, die Holz hacken. So. Außerdem... Ja.
Der Leopardpanzer ist da. Sehr schön. Denn, liebe Freunde, die Panzer mögen zwar mächtig sein, die der Gegner hat, aber sie haben nach wie vor eine Schwäche. Richtig, der Leopardpanzer. Er ist nach wie vor ein AP-Panzer und nach wie vor sind die APs im Vorteil gegen die. Nach wie vor, es hat sich nicht geändert. Also bauen wir welche. Wir müssen eine Armee aufstellen, damit wir den Gegner in den Arsch treten können. Fertig, Sir. Macht euch auf den Weg, Jungs. Tut mir leid, dass ich euch schon losschicken muss, aber das ist wichtig. Wir müssen den Feind aufhalten. Ja, Sir. Je schneller, desto besser. Genau, er hat nämlich schon die beiden Städte. Hier ist eine Konsole. Dadurch verrät sich das nämlich so ein bisschen. Halt, halt, ha, ha. Jawohl, Sir. Ha, hu, ha. Moment. Gleich da zu der Kaserne hin. Für das Vaterland. 1000 Punkte, das ist nicht viel, was du da hast, mein Freund. Das ist echt nicht viel. 1000 Punkte ist echt wenig, muss ich sagen. Ja, Sir. Aber ihr könnt euch trotzdem da schon mal ans Werk machen, glaube ich. Panzer bauen wir ja schon. Und zwar die richtigen Panzer. Schön erstmal die ersten Technologien stehlen. Oh, ich habe das so lange nicht mehr gespielt, diese Mission. Echt, oh. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass der Typ damals dabei war. Ehrlich gesagt, der hier. Also ja, bei der Grenzkontrolle, klar. Aber ansonsten kann ich mich da nicht dran erinnern. Ehrlich gesagt. Oh, habt ihr das gerade gesehen? Da sind noch Cyborg-Fabriken und alles. Eieieiei. Wo jetzt? Ah, hier. Wieso hat er jetzt auf einmal Wächter? Hätte das nicht Schwarzhemden sein müssen? Sehr schön. Damit wir unsere Truppen mit Laserwaffen und fortschrittlicher medizinischer Technologie ausstatten können. Fortschrittlicher medizinischer Technologie, das klingt gut. Ja, jetzt können wir die Wächter bauen einfach direkt. Und es gibt auch noch Punkte. Punkte, richtig. Punkte, Mensch. Wir haben bisher nur die Reichweite bei der Infanteriedistanz. Wir nehmen noch Lebenspunkte mit und natürlich Angriff. Damit die Jungs mal ein bisschen stärker werden. Und Trefferpunkte für die Jäger. So. Siehste, jetzt haben wir schon mal fortschrittlichere Infanterie. Sehr gut. Also ab jetzt können wir die Kasernen platt machen. Sehr schön. Reichweite. Trefferpunkte. Angriff. Auch da. Euch brauche ich nicht mehr. Obwohl doch. Natürlich verbessern wir die. Wäre ja schon blöd, wenn ich die nicht verbessern würde. Mach die fertig! Keine Gnade! Wieso habe ich keine Nahrung? Was ist denn da los?